Weiter geht's mit Dwarf Fortress, liebe Zwergenfreunde. Und wir machen direkt weiter. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Hier seht ihr unsere riesige Festung. Und wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt mal die ganzen Ravens und die ganzen Sachen hier in den Müll bringen. Entschuldigt, da denkt jemand an mich. In den Müll bringen und vor allen Dingen auch die Sachen hier, die habe ich ganz vergessen. Das schmeißen wir einmal auf den Müll. Alles klar. So, und heute will ich mir einmal in Ruhe das Squad angucken. Das machen wir jetzt zum Anfang. Und wenn wir das haben, gucken wir uns die Produktionsbetriebe an. Das wollen wir auch machen. Und dann wollen wir eigentlich auch den Bereich hier nochmal ein bisschen ausbauen. Ihr seht hier Mechanik. Da können wir uns drum kümmern. Wir haben jetzt hier einen Starblade. Ist jetzt interessanterweise... Na toll. Jetzt ist der Starblade schlecht drauf. Nee, doch noch nicht. Okay. Lass nochmal kurz weiterlaufen. Da ist einer schlecht drauf. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Entschuldigt, den haben wir doch jetzt... haben wir doch jetzt einen Wunsch erfüllt. Make wooden barrel has been completed. Job item lost or destroyed. Das machen wir mal weg. Dann gucken wir mal. Hier wird weitergebaut. Und the fortress tracked normal grants this season. Ja, schade. Wir bräuchten halt hier wirklich jetzt so einen Essensraum. Wir haben hier unten zwar was, aber wir haben hier noch nichts, ja. Also das muss halt einfach jetzt fertig werden. Ne? Deswegen haben wir da jetzt einen weiteren Engraver, beziehungsweise nicht Engraver, einen Smoother eingestellt. Raven is fighting, Kea is fighting, top. Likot Dut Norslalin, Axe Dwarf cancelled, eat interrupted by an agitated Raven. Bei einem aufgeregten Raven, wo ist du denn? Ich hoffe doch nicht hier unten drunter. Da sollte eigentlich jetzt erstmal nichts sein. Wingerom cancels store item stockpile interrupted by an agitated raven. Sind hier irgendwo Ravens drin? Wollen mich veräppeln? Kommen die denn hier rein? Viel wichtiger ist die Frage, ob die den Stein hier auf die Blume gelegt haben. Fragen über Fragen. Magnus hat ein wenig Durst. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo so ein Dover Raven drin ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die wirklich hier oben irgendwo essen. Da haben wir jetzt mehr Holz. Da ist Gott sei Dank auch nicht allzu viel drin. Sieht es jetzt hier aus. Ja, das ist alles sauber. Spannende Nummer. Na gut. Carcoal has been completed. Wo ist der jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Wo sind die denn alle, ey? So. Eat. Hier. Ist hier irgendwo ein Raven drin? Seht ihr den? Ja, agitated Raven. Also, wir gucken mal. Recenter. Nee, die sind alle da oben. Die sind auch schon, der ist auch schon ein bisschen angeschlagen. Wo ist der andere? Der ist auch ein bisschen angeschlagen. Wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gucken wir mal, wer ist noch am Essen? Phil Cassidy. Die sind alle da unten. Ich verstehe gar nicht, haben die jetzt oben gegessen? Einfach keine Ahnung, was so quasi so auf die Hand oder so. Der wurde auch gestört. Der ist aber auch hier unten. Den haben wir gesehen. Drinking, sleep, 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 fish, sleep, storing. Item, wallbound, das haben wir alles gesehen. Das sieht alles gut aus. Ja, komische Sache, ey. Ich weiß, also ich vermute mal, die Ravens sind nicht reingekommen. Die sind nach oben gegangen, haben da was gegessen. Und dann wurden sie von diesem Raven angefallen. Jetzt gucken wir nochmal, wo der andere Agitating Raven ist. Ach, der ist hier hinten. Okay, das muss wirklich der sein, der sich hier bei uns gerade rumtreibt.
Wie auch immer. So, was ich euch übrigens auch von der letzten Folge noch schuldig geblieben bin, das ist nicht das Squad, sondern einmal auf die Weltkarte schauen. Das haben wir beim letzten Mal leider nicht geschafft. Da wollten wir eine Wüste suchen. Und jetzt ist die große Frage, einmal, wo sind wir? Hier. Und haben wir irgendwelche großen Wüsten? The Dune of Prisons, 3 Days Travel, 3 Days Travel, noch nicht. 6 Days Travel da oben hin. The Continent of Winding. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie genau diese, es war Lotax, glaube ich, ne? Nee, The Fighter. Magnus, The Fighter, du warst es, genau. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo genau ist der denn durchgekommen? Das ist ja Seals Bruder, nee, Schwester, glaube ich, ne? Military Kills in the Desert of Washing. Okay, nicht die andere, sondern in the Desert of Washing. Das heißt hier oben, nicht Winding, sondern Washing. Ist die Frage, wo ist denn hier was da hinten? Das sieht nicht so aus. Ist die Frage, ob man das hier sehen kann auf dieser Karte. Wir können auch leider nicht näher rangehen. Dann springen wir wieder zurück hier hin. Wir müssen ja auch irgendwann mal anfangen, die Geschichte hier zu untersuchen von dem Kram. Wir haben noch keine Missions, News. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche interessanten Nachrichten gibt. Da oben passiert was. Ach, guck. Da ist ein Krieg im Gange. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir? Wir sind da. A short trip. Nee, da sind wir, ne? Population 10. Das sind wir, genau. Das ist von der Zivilisation. The Vessels of. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Da haben wir noch, gar keinen Kontakt zu. Da müssen wir irgendwann mal hingehen, ne? The Human of Hamlet. Okay. Das scheinen Menschen zu sein, aber was ist denn hier oben los? Also da ist auf jeden Fall irgendwas los. Continent of Winding, the Fingers of Oak. 4 Days Travel. 200. Wow. Kämpfen mit Dwarfen, Hillocks of Klopapier. Population 50, Side Governments, the Doors of Disembowelment. Civilization, Bust of Peers. In the early spring of 100, Artel became major of the Doors of sowieso. In the early spring of 100, Ashton become expedition leader of the Doors. In the early spring of 100, the group calling itself the Doors and claimed Klosterspear on behalf of the Bastard of Pierce. Okay, das heißt, die haben das hier. Haben die sich hier ausgebreitet? Nee. Die haben sich hier einfach. Gehören die hier zu? Nee, ne? Auf jeden Fall ist da irgendwas unterwegs. Irgendeine Mannschaft, die kommt in ein paar Tagen an. Hier unten ist nichts weiter. Also da ist, was die Nachrichten angeht, nicht so spannend. Civilizations. Da gibt es jetzt nicht allzu viele. Nur eigentlich schon, ne? Artifactories, da gibt es eine ganze Menge. Okay, gut. Machen wir jetzt erstmal weiter. Wir haben ja durchaus eine Menge zu tun. Aber eine Wüste, also wenn ich die übersehen habe, dann schreibt das gern mal. The Wanning Dunes. Dune of Fortune. Habe ich jetzt nicht gesehen. Continent of Winings. Also mich würde das wirklich mal interessieren, wo die gewesen ist. Um einfach mal zu wissen, wo der Typ vorher war. Dune of Washing. Also wenn ihr irgendwo sowas gesehen habt, kann ich hier mit F suchen? Nee. Nee, gut. Okay.
Komm, dann lassen wir das jetzt sein. Aber wenn ihr das gesehen habt auf der Karte und ich sie nicht gesehen habe, dann schreibt es gerne mal. Mich mal interessieren. Agitated Raven schon wieder. So, da sind wir fast fertig. Sehr schön. Dann können wir... Oh Gott, das ist so nervig, dieser doofe Raven. Dann können wir uns jetzt mal um eben dieses Thema hier kümmern. Ich frage mich auch, warum hier jetzt nicht weitergearbeitet wird. Wahrscheinlich, weil die gerade andere, wichtigere Sachen zu tun haben. So, wie dem auch immer sei, wir gehen jetzt erstmal in das Squad und werden ein neues Squad machen mit Udip Moztatom als ein normaler. Und wir werden bitte ein Metal Armory nehmen. Und ich denke, das passt alles hierbei. Und wir haben hier schon mal eine ganze Menge Sachen. Wir haben hier eine Menge Leute, die keine relevanten Skill haben. Kompetent Spare Dwarf, Matze, Wingerom, Spare Dwarf. Also die hier, Matze und Wingerom, die kommen auf jeden Fall wieder rein. Die haben wir ja auch gesehen. Hubble auch, aber das ist unser Broker. Den will ich nicht drin haben. Also den und... Matze kommt auf jeden Fall rein. Und wer auch jetzt reinkommt, ist The Fighter. Einmal bitte. Ich hoffe, mein lieber Seal, das ist okay für dich, dass wir dein Geschwisterchen hier mit reinnehmen. Einmal die Person hier. So. The Avalanche of Charming. Ja. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Routine of Duty. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt checken wir erstmal, ob wir Equipment dafür haben. So, also, haben wir noch weitere Schilde? Nein, dann würde ich erstmal sagen, assign a Uniform at Uniform. Metal. Tja, Uniform. Wir haben leider nichts, ne? Update Equipment. Dann versuchen wir erstmal, dass wir allen jetzt bitte... Aber ich hatte doch gesagt... eine Metal Armory. Jetzt habe ich die wieder rausgeschmissen. Metal Armory. Tja, die müssten wir eigentlich haben. Metal Armory Shield haben wir. No signed items, metal footwear. Ich war mir fast sicher, dass wir da irgendwas haben. Aber dann werden wir mal anfangen und Schilde bauen. Also Waffen scheinen die ja zu haben. Dann gucken wir mal, dass wir mit unserer Produktion erstmal Schilde produzieren. Ich weiß gar nicht, ob er das kann. Ich hoffe. Aus Kupfer bitte. Und dann machen wir bitte ein Shield. Forge a Copper Shield. Armory. Copper. Forge a Copper Shield. Und nochmal bitte. So, dann will ich eigentlich nur Weapon haben. Und das bitte auch aus Copper. Battle Axe, Bolt, Crossbow. Ein Spear. Den will ich gerne haben für unseren Speerkämpfer. Und ich denke, da hat er dann schon mal eine ganze Menge zu tun. Und das können wir jetzt erstmal durcharbeiten lassen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob wir dafür genug Kupfer haben oder wie viel wir dafür brauchen. Aber ich denke, das werden wir sehen. Da wollen wir erstmal nichts machen. Das passt soweit. Das können wir wieder zumachen. Okay. Gut. Türen wollen wir einbauen. Türen, Türen, Türen ist der nächste Task. Wir haben ja gesehen, dass wir gerade bei Lagern mit Essen durchaus das Thema Tür hier nicht übersehen sollten. Und dann würde ich sagen, machen wir spontan nochmal 10 Türen und 10 Betten. Das sollten wir... als Task direkt mal einstellen. Das ist auch ein One-Task. Ja, so eine Wooden Door. Haben wir hier irgendwas?
Eine Wooden Door, das ist ein One-Time-Order, das ist okay. Und dann schmeißen wir nochmal ein Bett rein. Make Bed. 10 Stück. Passt. So, das können sie auch nochmal machen. Wooden Barrel completed. Raven und Kea sind am Fighten. Blue Drinks need empty food storage item. Okay. Passt. So, was macht jetzt eigentlich Starblade? So, kannst du mir sagen, was du hier machst? Storage Aufgaben. Na toll. Rooting from Fruit. Okay. Nix Leeres mehr. Alles gut. Ja, dann sollen sie erstmal den Kram reinbringen. Dann war das nämlich auch erledigt. So. Hier jault aber gut was, ne? Wie sieht's denn mit den Viechern aus? Gott, das wird ja mal mehr hier. Naked Molodog. Okay, jetzt ist er wieder abgehauen. Da sind sie durch. Das ist wirklich hier irgendwie so eine Durchreise, ne? Die gehen hier runter. Wo geht's denn da hin? Tja. Zu dem Teil der Karte haben wir keinen Zugriff mehr. Das entzieht sich unserem Verständnis. Wir könnten natürlich jetzt hier überall Mauern drum bauen, aber ich habe so die Befürchtung, dass das hier nichts bringen wird. Die buddeln sich dann einfach durch. Oh nein. Lotaxes Fighting, das ist doch doof. Jetzt gucken wir mal. Wir gucken mal, wo der steckt. Als hätte er nicht schon genug Probleme, ne? Jetzt haben wir dem extra einen schönen Job gegeben. Und dann kämpft er auch noch. Gott, was hier, wie viele Leute bei haben. Da ist er. Und wo ist der Raven? Da ist ein Typ im Baum. Versucht den Raven zu jagen wahrscheinlich. Ich sehe nix. Na gut. Das muss aber nichts heißen. Das muss nicht heißen, dass da... da war jetzt eine ganze Menge passiert. Das waren alles irgendwelche Food Storage Items. Interrupted by an agitating Raven. Jetzt war er hier unten. Ich hoffe, den kriegen wir irgendwann. Das ist ja so nervig, dieses Vieh. Der hat unseren Hund ja schon umgebracht. Na gut. Also machen wir erstmal hier weiter. Da sind eine ganze Menge Fische. Da ist auch irgendwas unterwegs. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie es hier aussieht. Oh, die Schilder haben sie schon. Haben sie das auch... Haben die das jetzt eigentlich gleich genommen, das Squad? Ja! Oh, mega. Wie cool ist das denn? Die haben das direkt genommen. Das ist ja doch ziemlich cool. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Copper Bars wir noch auf Lager haben. C8 immer noch. Wow. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal hier Siege Equipment, Trap Components, Metal Closing. Tja. Die Frage ist, was genau brauchen die? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie dieses Metal Headwear Armor, Legwear, Handwear, Footwear. Dann machen wir wirklich mal eine Metal Armor. Gucken wir mal, dass ihnen das ein bisschen hilft. Genau. Nee, Moment. Das ist das hier hinten, oder? Nee. Das ist wirklich eine Metal Armory. Gucken wir mal, dass wir denen das mal bauen. Wir bauen erstmal eine aus Kupfer. Breastplate, Buckle Cap.
Helm, High Boots, Leggings. Wir machen mal eine Brustplatte. Dann machen wir ein Helm. Dann machen wir bitte eine Leggings. Und das soll erstmal reichen. Genau. Schuhe haben wir vergessen. High Boot. Wir warten nochmal ab. Wir werden erstmal die Sachen bauen. Da bin ich mal gespannt, was wir da haben. Den Speer wird sich hoffentlich auch jemand nehmen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir haben keine leeren Items mehr, aber das ist kein Problem. So, hier sind wir jetzt auch durch. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können die Küche hier runter verlegen. Das machen wir dann in der nächsten Staffel. Da werden wir die Küche dann hier runter verlegen, den Essensraum hier machen. Dann werden wir hoffentlich die Sachen hier einlegen und dann kriegen wir, also meine Hoffnung, auch eine ganze Menge neue Leute. Das ist kein Problem. Make Wooden Bins ist auch okay. So, da ein... Ach Gott, schon wieder so ein Bowman, der Visiting ist. Den haben wir mit Sicherheit. Dann kommt der mit Sicherheit parallel zu... nix. Gott, das tut mir so leid. Ja, das... Tja, keine Ahnung, warum der auf einmal da ist. Aber es ist so, wie es ist. Okay, tja, naja. Was können wir eigentlich hier noch bauen? Cut Gems steht ganz unten auf der Prioritätenliste. Needs Refine Coal. Haben wir nicht den Task gemacht? Make Wooden Barrel, Make Charcoal. Ach, ja, wir haben das auf monatlich gemacht. Ja. Gut. Das müssen wir auf täglich umstellen. Genauso wie das Schmelzen, bitte. Okay, dann sollte das hoffentlich besser sein und dann müsste er jetzt loslegen und Kohle machen. Und dann läuft das eigentlich auch. Aber ja, das haben wir tatsächlich übersehen. Hier unten liegt noch ein bisschen Holz. Haben wir jetzt eigentlich, das wollte ich nicht, hier, haben wir jetzt hier neues Equipment. Ja, sehr cool. Oh, ist das mega. The Fighter cancelled. A brooding from plant. Needs empty food storage items. Magnus the Fighter soll auch lieber hier unterwegs sein. Jetzt will ich nochmal eine Sache prüfen. Wir haben jetzt ja die Brustplatte fertig. Oh, das ist alles fertig? Nice. Das hat noch keiner bekommen. Das ist aber nicht schlimm. Die Frage ist, was hat der gute Magnus für eine Waffe erhalten? Ah, so ein Kopperknüppel. Ja, das ist auch okay. Ja, damit können wir auch leben. Ich denke, damit können wir auch leben. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich das noch machen hier. Da haben wir uns jetzt in dieser Staffel noch nicht rangetraut. Da könnt ihr auch mal gerne Vorschläge machen, wie wir hier einen sicheren Eingang in die Höhle schaffen. Needs refined coal. Malachit haben wir anscheinend noch genug. Ja, wir brauchen ein bisschen Malachit mehr. Da müssten wir mal gucken, dass wir auch... da ein bisschen was abbauen. Wenn wir jetzt hier wirklich so allmählich hardcore ans Schmelzen kommen. Dann wird das langsam ein bisschen viel. Oh, da kommt noch immer mehr Malachit. Das ist mega. Einmal da bitte auch gleich. Uiuiui, sehr schön. So, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was drinne.
Und lass mich raten, ja, Bear Braskuriosen ist jetzt ein neues Mitglied. Und ihr hattet auch in die Kommentare geschrieben, die werden automatisch zu. Moment. Ja, Brooding from Plant abgeschlossen. Sehr gut. Die werden automatisch zu Mitgliedern. Could not find path. Dahin oder was? Hier sind wir aber eigentlich ganz gut unterwegs. Warum auch immer er einen Part nicht gefunden hat. Nun gut, es soll nicht unser Problem sein. In der nächsten Staffel, die läuft immer donnerstags bis sonntags, werden wir uns dann darum kümmern, dass wir endlich hier die Produktion starten mit Essen. Dann werden wir uns darum kümmern, dass diese Räume hier hoffentlich fertig werden. Wir werden hier weitermachen. Ihr seht, wir haben eine ganze Menge zu tun. Hier stehen die auch jetzt und beten zu wem auch immer. Und da kommt schon die nächste Petition. Oh Gott, schon wieder. Azob ist Wizarding. Das entscheiden wir beim nächsten Mal. Das machen wir nicht mehr heute. Das will ich mir jetzt erstmal in Ruhe angucken. Und ich hoffe, dass wir jetzt beim letzten Mal sehen. Nee, noch nicht. Aber er hat seine Brustpanzerung und der Rest wird erstellt. Es funktioniert. Wir werden jetzt Stückchen für Stückchen unsere Leute ausstatten. Und dann sind wir, denke ich mal, auch mit unserem kleinen Squad bereit, dass wir durchaus auch mal in die Welt rausziehen und ein bisschen erkunden. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategien. Ciao, ciao.